Hallo? Hallo, ich bin's. Hi, ich bin Tim Heitz, Chefzeichner bei Trolls World Tour. Heute zeichnen wir Branch. Los geht's. Klar, das will ich sehen. Für Branch beginne ich mit einer recht interessanten Form. So in etwa. Und dann ein bisschen dünner. Und unten etwas flacher. Das wird seine Kopfform. Oben zeichnen wir einen kleinen Bogen und dann diese etwas größeren Wangen, die unten etwas abflachen. Jetzt zeichne ich hier mit Gefühl diese ganz feinen kleinen Linien ein. Die nehmen wir später raus, aber sie helfen, sein Gesicht zu platzieren. Ich kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Die Augen von Branch kommen ungefähr hierher. Ich zoome mal ein wenig rein. Was ich bei Branch besonders witzig finde, sind seine dicken, ausdrucksstarken Augenbrauen. Man darf ihn ruhig mürrisch machen. Wer war das? Und vielleicht geben wir ihm halbe Augenlider, weil das seine Stimmung gut widerspiegelt. Was? Seine Nase ist ein wenig breiter als seine Augen. Also eine eher flache Form mit drei Höckern auf der Unterseite. Das ist seine Nase. Und dass er heute etwas grantig ist, zeigen wir an seinen Mundwinkeln. Irgendwie finde ich es auch schön. Seine Ohren haben so eine Jellybean-Form. Die sind an der Seite seines Kopfes. Ich zeichne noch kleine Linien rein. Vielleicht radiere ich noch diese Linie. Das ist in Ordnung, weil sein Ohr hinter seiner Wange liegt. Jetzt zu Branchs Haaren. Die starten von der Mitte seines Ohres, so wie hier. Gehen ein wenig nach innen und dann wieder nach oben. Das gleiche auf dieser Seite. Nach unten und dann mit seinem Ohr verbinden. Und den Rest des Haares können wir einfach mit diesen kratzigen Linien ausfüllen. Dann gebe ich ihm meistens ein bisschen davon, damit es eben wie Haare aussieht. Jetzt, wo sein Gesicht fertig ist, werde ich die kleinen Hilfslinien wieder ausradieren. Er hat auch diese kleinen Wangenlinien an seinen Augen, die ich manchmal einzeichne. Cool. Branches Kopf. Er ist heute definitiv gereizt. Hey Mann, willkommen im Club. Was Branches Körper betrifft, stelle ich mir gerne eine Art Tränenform vor. Wie das hier. Hin zu seinem Kopf. Etwa so. Seine Beine beginnen hier. Oben etwas dünner und unten werden sie etwas breiter. Alle Trolls-Figuren haben Beine, die oben dünner und unten breiter sind. Wir geben ihm kleine, ovale Füße. Noch ein kleines Oval für seinen Fuß. Dann können wir die Zehen dazu zeichnen. Danach radiere ich gerne einige dieser Linien wieder aus. Ich werde den Fuß unten ein wenig flacher machen. Oben ist er dicker. Füllt er seine Zehen aus. So in etwa. Jetzt ziehen wir ihm eine Hose an, damit er nicht nackt dasteht. Zu viel. Gib ihm ein paar Shorts. Wir machen sie weiter als seine Beine. Er hat sowas wie einen Aufnäher an der Hose. Und die Hosenlinie reicht bis ungefähr hier. Und jetzt zu seinen Armen. Da er so schlechte Laune hat, überkreuzt er sie heute vielleicht. Ich bringe deshalb diesen hier nach unten und so nach oben. Hier wird er den anderen Arm hinstecken. Die Linie darunter radiere ich aus. Etwa so. Jetzt wickle ich diesen Arm so herum. Dann lassen wir seine Finger hier herausschauen. Fast überkreuzt. Und dann geben wir ihm seine Weste. Er hat diese kleinen, schuppigen Blattdinger auf seiner Weste. Ungefähr so. Für den Feinschliff werde ich noch diesen kleinen Schatten unter den Füßen hinzufügen, damit es so aussieht, als stünde er auf dem Boden. Man merkt, Branch ist heute nicht gut drauf. Hier ist er also. Das ist Branch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hätte auch gern einen. Aber nur unter größtem Protest.